In diesem Video werde ich jetzt zeigen, was für Eigenschaften es bei der zentrischen Streckung gibt. Das ist ein erarbeitendes, interaktives Video. Das heißt, an manchen Stellen wird dieser Pause-Button kommen. Dann müsst ihr bitte euer Video im YouTube oder wo ihr es gerade anschaut, auf Pause drücken, den Arbeitsauftrag erledigen und erst wenn ihr den erledigt habt, dann geht's weiter. Dann geht auch diese Pause wieder weg. Wir haben zu Beginn ein Dreieck gegeben mit A, B und C, ein Streckungszentrum Z und einen Streckungsfaktor K. Damit sollt ihr jetzt das Bilddreieck A'B'C' konstruieren oder zeichnen. Ihr wisst ja noch, wie das funktioniert. A und Z verbinden und dann aufpassen, es ist ein negativer Streckungsfaktor. Jetzt auf Pause. Und weiter geht's. So soll das Ganze ausschauen. Man hat also A mit Z verbunden und dann auf die andere Seite hinüber verlängert. Das ist negativ, das heißt Z muss zwischen A' und A stehen. Der eineinhalbfache Länge, das heißt eineinhalb mal so lang wie ZA. Dann erhalte ich meinen A'. Das gleiche mache ich mit C und das gleiche mache ich auch mit B. Dann erhalte ich wieder mein Dreieck A'B'C'. Die Eigenschaft, die jetzt hierbei rauskommt, ist, es wird zwar dieses Dreieck gedreht oder wie wir es auch vorhin schon mal gesehen haben, auf den Kopf gestellt, aber der Drehsinn ist immer noch der gleiche. Wenn ich hier rüber drehe, A'B'C', dann ist es immer noch derselbe Drehsinn. Bei manchen Abbildungen, da hat sich ja der Drehsinn verändert, aber das können wir schon mal festbehalten. Uhr und Bildfigur haben den gleichen Umlaufsinn. Heißt also, danach wird nicht ein A'C'B' draus, sondern es bleibt alles erhalten. Nun kommt die nächste Aufgabe. Ihr sollt um den Kreis, um C einen Kreis zeichnen. Es ist jetzt zwar auch hier das K, aber hier meint man den Kreis und nicht den Streckungsfaktor. Und zwar mit dem Radius 1 cm. Und diesen Kreis sollte dann zentrisch strecken. Ja, als Hilfe, man muss da irgendwas mit dem Radius noch berücksichtigen. Und gleichzeitig sollt ihr die Winkel messen. Also die Winkel in diesem Dreieck. Bitte jetzt auf Pause drücken. Und weiter geht's. So sollte das Ganze dann ausschauen. Wenn man den Kreis zeichnet, dann mit einem Zentimeter ist klar, dass wenn ich das zentrisch strecke, dass natürlich auch der Radius dieser Strecke, dass der nicht gleich groß sein kann. Denn ich vergrößere das Ganze. Also muss ich auch der Radius vergrößern, nämlich gerade um das eineinhalbfache. Wiederum ist C und C' außerhalb von Z, also Z in der Mitte, weil wir haben ja einen negativen Streckungsfaktor. Also ändert sich das nur in dem hin, dass der Radius größer wird, in dem Fall, weil es ja das eineinhalbfache ist. Der Kreis bleibt der Kreis. Und da sind wir nämlich schon bei den Eigenschaften, die hier vielleicht von früheren Abbildungen noch bekannt wird. Es ist kreistreu, winkeltreu und geradentreu. Kreistreu heißt einfach, dass ein Kreis wieder einen Kreis ergibt. Also ich strecke das zentrisch und es kommt wieder ein Kreis dabei raus. Winkeltreu heißt, dass die Winkel gleich bleiben. Also hier bei A waren 90 Grad, dann sind auch bei A' 90 Grad. Bei B 51 Grad, dann ist auch bei B' 51 Grad und so weiter. Geradentreu ist etwas, was man draus lesen kann. Und zwar bleibt eine Gerade wieder eine Gerade. Wenn ich hier die AC verlängern würde und verbinden und dann A'C' hätte, ja, dann ist das wieder eine Gerade. Die liegen sogar besonders zueinander, das werden wir später noch sehen. Als nächstes würde ich gern, dass ihr diese Brüche messt. Also ihr messt die Strecke AB, das steht hier zufälligerweise schon dran, und die Strecke A'B', dann messt ihr die Strecke AC und A'C' und dann bitte diesen Bruch hinschreiben. Jetzt auf Pause drücken. Weiter geht's. Hier kommt 2 Drittel raus, 2 zu 3 und hier sind es, wenn man es genau gemessen hat, 2,5 und 3,75. Und wenn man das mal in den Taschenrechner eintippt, ist es exakt das gleiche. Muss es ja auch, denn das K-fache von dem Ganzen, wenn man da eine Äquivalenzumformung macht, muss ja gerade wieder K, also der Streckungsfaktor, rauskommen, zumindest hier im Kehrwert. Könnt es natürlich auch A' zu AB berechnen, dann hätte ich 3 halbe, dann ist es genau das 1,5. Das heißt also, dass zwei Strecken zueinander, die sind nicht gleich, aber sie sind, und das nennt man, das Verhältnis bleibt gleich, das nennt man Verhältnistreue. Das heißt, die Strecke AC zu der Strecke A'C' verhält sich genauso wie Strecke AB zu A'B'. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier die dritte Strecke, BC
zu B-C- vermessen und das in Bruch setzen und es würde wieder dasselbe Verhältnis rauskommen. Also das ist was Besonderes, was Neues, dass eben die Streckenlängen zueinander verhältnistreu sind. Sie sind nicht gleich, aber sie sind verhältnistreu, also eben im Bruchverhältnis. Und jetzt kommen noch drei Eigenschaften, die wir jetzt nicht mehr weiter bezeichnen oder durch Prüfen drankommen. Jede Strecke wird auf eine parallele Bildstrecke mit k-facher Länge abgebildet. Ist auch klar. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Strecke AB, die war 2 cm. Die wird auf eine Strecke B-A' abgebildet, die 3 cm lang ist, also 1,5-fach. Deswegen auch hier Betrag von k-facher Länge. Und die beiden Strecken sind zueinander parallel. Ja, das passt. Also wir haben parallele Strecken zueinander und die sind natürlich k-fach, k mal so lang. Jede Gerade wird auf eine parallele Bildgerade abgebildet. Das haben wir vorhin schon gesehen. Die Gerade AC wird auf eine, wenn wir sie uns zeichnen täten, wird auf die Gerade A-C' abgebildet. Die beiden Geraden sind parallel zueinander. Genauso wie wenn wir hier eine Gerade draus machen täten oder hierzu eine Gerade. Also Bildstrecken und Bildgeraden und Urstrecke und Urgeraden sind jeweils zueinander parallel. Und die zentrische Streckung ist keine Kongruenzabbildung. Das ist der Riesenunterschied zu dem, was wir bisher gehabt haben. Kongruent heißt ja deckungsgleich. Da sieht man mit einem Blick, dass das hier nicht deckungsgleich ist. Also dieses Dreieck ist nicht genauso groß wie dieses Dreieck oder lässt sich nicht aufeinander legen. Es gibt Ausnahmen für k gleich 1. Das kennt ihr vielleicht noch, wenn man nämlich vom letzten Mal. Wenn man nämlich das auf genau 1 versetzt, dann ist es genau deckungsgleich. Da könnt ihr euch nochmal das Video vom letzten Mal anschauen oder auch bei Mewis reinschauen, da steht das drin. Gleiches gilt natürlich für minus 1. Bei k plus 1 ist es irgendwo hier oben, bei k minus 1 ist es hier. Dann haben wir, nur dann haben wir eine Kongruenzabbildung. Nur dann sind die beiden Figuren deckungsgleich.